Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist überhaupt nicht Freitag, sondern bei mir ist gerade Montag. Um es genau zu nehmen, ist heute Montag der 20. Voll witziger Fun Fact: Am 18. bin ich das erste Mal, habe ich erstes Mal deutschen Boden unter meinen Füßen gehabt. 24. Ja. Das Ja. war der 12. Nee, der 18. Vor 24 Jahren. Meine Mutter hat recht, das war nicht dieses Jahr. Es stimmt. Es ist einfach wahr. Ja, auf jeden Fall, vor 24 Jahren bin ich von meinen Eltern hierher gebracht worden. Fun Fact Nummer 2: Ungefähr jetzt, also am heutigen Tage, also jetzt bei mir heute, müssten meine Eltern das Bett umgestellt haben. Ja, weil ich habe die ersten 3 Tage ja so übles Nasenbluten gehabt, weil sie mich einfach auf einer Wasserader haben schlafen lassen. Diese Musst du nicht. ja, nee, kann jeder behaupten im Nachhinein. Hättet halt mal die Stadt die Unterlagen angucken können. Was denn für Unterlage, spinnst du? Ja, jedes Haus hat doch so ein Ja, aber ohne Hausbaubeplanungsdings. Wasser. Echt nicht? Nee. Oh. Müsste man eigentlich einführen, aber gibt es nicht. Ja, ne? Kann man die Wasserader eigentlich anzapfen? Ich meine, gratis Kann man Wasser. nur gucken, dass man drauf geht. Ja, scheiße. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall habe ich euch ein anderes Video. Weil, wie ihr gerade seht, empöre ich mich über die Ader, was schon fast 24 Jahre her ist. Was für ein Übergang, ne? Zu was? Zu meiner Videoidee. Hör auf mich zu dissen. Was Moment. mich schreckt hat. Könntest du mir vielleicht die Chance geben? Weißt du? Wenn du mir die Chance überlassen würdest, ein Video zu drehen, das zumindest qualitativ ein bisschen besser ist als das vom Mittwoch. Ja, auf jeden Fall habe ich heute, also besser gesagt diese Woche, weil die Woche ist ja jetzt, hat ja jetzt erst begonnen. Aber ey, kommt immer drauf an, zählt man den Montag als Wochenbeginn oder das Sonntag? Entschuldigung! Ja, auf jeden Fall, die Woche hat gerade erst begonnen. Und es gab gerade so einen Riesenskandal auf YouTube. Ein YouTuber hat sich am Anfang Dezember als schwul geoutet. Und jetzt ist ein Video rausgekommen, wo er gesagt hat, nee, doch nicht. Und das war gerade, ich habe gerade so ein bisschen zu viel Zahn gezeigt. Auf jeden Fall war es gerade so, dass ich mir dann gedacht habe, 90% der Kommentare unter dem Outing-Video waren, das ist doch nicht echt. Und trotzdem regen sich jetzt alle möglichen Leute darüber auf, dass es wirklich nicht echt ist. Wo ich mir dann die Frage stelle, wie kann es sein, dass man sich darüber aufregt, dass etwas nicht ist, was man eigentlich schon geahnt hat, dass es nicht ist? Also ich meine, ich reg mich doch auch nicht darüber auf, dass mein Pfannkuchen verbrannt ist, wenn ich schon den Rauch rieche und das anfängt zu qualmen. Da weiß man doch, dass der Pfannkuchen nicht gut ist. Und ich finde es ein interessantes Phänomen in letzter Zeit, dass die Leute, oder besser gesagt viele Leute, man kann ja nicht immer alle pauschalisieren, dass sich viele Leute über Sachen aufregen, die schon lange vorhersehbar waren. Ich meine, jetzt disst sie mich schon mit Handzeichen. Ich glaube es nicht, dass so fängt es jetzt an. So, Leo, du musst ein paar Millimeter weg, damit Mami auch nicht mehr dazu verführt ist, dir die Ohren lang zu ziehen. Tut mir leid. Oma will uns unseren schönen Moment zerstören. Entschuldigt, mein Hasen, ich wollte gerade so ganz heroisch wegrennen und ich voll weggerutscht. So. Ja, auf jeden Fall, ich finde es immer interessant, dass sich gerade die Leute über Sachen aufregen, die schon länger ersichtlich sind. Also so Sachen wie, dass 5G nicht gut ist, weil das Gesundheitsschäden machen kann. Das ist eigentlich, wenn normale Handystrahlung schon ungesund ist, dann sollte einen nicht wundern, dass wenn sie mehr wird, dass es dann ungesünder ist. Dass man sich darüber aufregt, wenn Leute irgendwelche Pseudo-Sachen machen, egal ob es jetzt ein Outing ist oder ob es Entschuldigungsvideos sind, wo man so das Gefühl hat, die entschuldigen sich jetzt aber auch nicht wirklich, sondern es ist dann so dieses Sorry, mache ich nie wieder und macht es eigentlich parallel gerade schon wieder Dinge, sondern und ja, ich frage mich dann immer, warum zieht man da nicht die Konsequenz? Also man regt sich drüber auf im Sinne von, es ist so furchtbar, es ist so grauenhaft, es ist so schrecklich. Wenn du das jetzt machst, ist es dann auch furchtbar, grauenhaft und schrecklich.
Aber man sieht keine Konsequenz im Sinne von den YouTuber einfach nicht mehr anschauen. Und ich meine jetzt nicht nur so im Sinne von, ich schaue den jetzt einen Monat nicht, damit der denkt, ich bin jetzt gestraft, sondern einfach gar nicht mehr anschauen, wenn es einen so stört, dass der so vom Verhalten her ist. Oder zum Beispiel beim 5G, da könnte man doch auch einfach mal eine Petition unterschreiben oder eine Petition aufsetzen, dass man nicht möchte, dass das kommt oder dass es zumindest Regelungen gibt. Ja, Leo, ja, toll, Leo. Ich weiß, du kannst toll schnuppern. Du machst das ganz warm. Habt entschuldigt. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn einem ein Restaurant nicht passt, dass man dann jede Woche, also ich habe schon so oft von Leuten gehört, McDonald's ist so furchtbar und es schmeckt so grauenhaft. Dann dachte ich mir so, okay, cool, finde ich auch manchmal, aber ich gehe trotzdem auch gerne mal hin, auch wenn es mir, aber ich nehme halt das, was ich dann mag. Und dann, keine 2 Wochen später, erzählt mir dieselbe Person, oh, McDonald's, das kann man einfach nicht gutheißen, gut, ich war jetzt mal wieder da. Und dann denke ich mir immer nur so, ja, wenn es nicht gutheißen ist, wenn du es nicht magst, wenn es dir nicht schmeckt, warum gehe ich dann immer wieder hin? Also es ist so dieses, ich kann es jetzt nicht anders sagen, aber ich hatte ja mal Chip. Ihr wisst schon, mein Hasen, den ihr nicht kennt. Und Chip, der hatte die Angewohnheit, der war ein bisschen dödelig. Und eines Tages hat Chip seine Pfote auf die Heizung gelegt. Mama, lass doch die Tür offen, ich fühle mich so eingesperrt, wenn du nicht da bist. Ja, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war Chip so vom Prinzip ein bisschen dödelig und er hat dazu geneigt, wenn Dinge zu wiederholen, die ihm nicht gut taten. Und so kam es eines Tages dazu, dass er seine Pfoten auf die heiße Heizung gelegt hat. Damals war meine Heizung für ihn frei zugänglich und er hat sich die Pfote verbrannt. Keine 4 Sekunden später hat er es wiederholt und ich frage mich dann immer, ja. Und dann, irgendwann hat er dann aber damit aufgehört, also wenn er dann verstanden hat, dass es weh tut. Aber warum schaffen es dann die Menschen nicht, wenn sie Dinge aufregen oder wenn sie sich wegen irgendetwas echauffieren können, es zu lassen? Ich meine, jemand, der sich darüber echauffiert, dass die Nachrichten bloß furchtbare, schreckliche Infos haben, warum guckt er sich dann trotzdem jeden Abend die Nachrichten an? Oder jemand, der die Zeitung inzwischen nicht mehr lesen kann, weil sie nur noch Quatsch verbreitet nach seiner Ansicht. Warum liest er dann die Zeitung noch? Ich habe manchmal so das Gefühl, wir Menschen neigen dazu, etwas zu tun, weil es uns aufregt. Nicht, weil wir uns aufregen im Sinne von, wir regen uns auf, sondern dass wir es gut finden, uns aufregen zu können. Etwas, was wir alle kollektiv doof finden können. Aber braucht man das? Wäre es nicht eigentlich viel schöner, wenn wir uns kollektiv freuen könnten an Sachen? Wenn ein Austausch über schöne Dinge mehr stattfinden würde? Mir ist aufgefallen, dass so viele Geschichten, die irgendwie furchtbar, schrecklich, negativ oder grauenhaft sind, die verbreiten sich so viel schneller als Sachen wie zum Beispiel so gute Sachen. Also ich meine, ich finde es so schade einfach. Irgendwie ist der Fokus der Welt auf das Negative viel höher oder viel intensiver geworden als der auf die guten Sachen. Und ich für meinen Teil, ich fokussiere mich doch lieber auf das, was gut ist, weil dann bin ich ja viel zufriedener mit meiner Welt und mit allem, was mich so betrifft und was bei mir so ist. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu so zu sagen hatte. Und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und schaut euch auch einfach mal die schönen Sachen an, die passiert sind. Und ja, ich habe ja immer noch das Motto bei mir in meinem Leben, solange eine gute Sache am Tag passiert ist, solange habe ich einen guten Tag gehabt. Und ja, damit kommt man recht gut durchs Leben und hat eigentlich auch ein relativ zufriedenes Sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rigmatoutlook.com. Ich werde jetzt meinem Hasen dabei zuschauen, wie er mich weiter stupft. Oder besser gesagt, werde ich ihn, glaube ich, jetzt in den Stall bringen, weil der rennt jetzt auch schon seit 2 Videos. Und ich glaube, der will jetzt zu seinem Dampf zurück. Ja. Gut, also, ich wünsche euch was. Bis bald. Und tüdelü und tschüss.